Und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und von der Ferieninsel Rhodos jetzt zur schon fast in Vergessenheit geratenen Insel Ibiza. Und bei uns zu Gast, freue mich sehr, dass er wieder mal da ist, Johann Gotenus. Schönen guten Abend. In wirklicher Frische, muss man sagen. Extrem relaxed, extrem gut erholt. Ja, und er sprüht, ein paar Waldviertel. Und er sprüht vor politischem Feuer, könnte man sagen, weiß ich aus diversen Vorgesprächen. Schauen wir mal. Man so ja. Also schön, dass du da bist, Johann. Okay. Folgende Frage, diese ganze Ibiza-Kiste, ja? Das ist ja eine Endlos-Story, die jetzt einmal so geendet hat, dass der Herr Hessenthaler wieder auf freien Fuß ist und dir wahrscheinlich irgendwo im Schwarzen Kamel, im Fabius oder sonst irgendwo in Wien begegnen wird und dann sagen wird, hallo Herr Gutierrez, haben uns lange nicht gesehen. Ja? Das, was würdest du darauf antworten? Das ist gar nicht so unrichtig. Also er ist mir noch nicht begegnet, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein, ja, weil er soll sich schon hier im Erstbezirk immer wieder herumtreiben und sehen lassen, auch in manchen Lokalen, wo ich auch dann und wann mal etwas esse oder trinke. Bis jetzt sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Und er ist, glaube ich, seit März frei mit Fußfessel. Das heißt, er hat irgendwo eine Anstellung auch gefunden. Das heißt, ja. Es gibt jemanden, der ihn beschäftigt, sonst wäre das ja nicht möglich. Und war auch 3-4 Mal im Volkstheater, eine Bühne bekommen vor kulturell, politisch interessierten Publikum. Das wurde alles organisiert, auch von seinem Falter. Von Falter auch, ja, ein deutscher Publizist und Provokateur, der sich auch selbst so bezeichnet, sage ich mal. Weil er sagt immer, dieser deutsche Publizist, er lebt von der Provokation und auch von Agent-Provokateur spielen. Das ist sein, aber sein jetzt Mentor. Entschuldigen, ja. Dass ich das so sage, aber Ibiza hat ja generell ein bisschen eine derbe Sprache gehabt. Du musst dich ja eigentlich verarscht fühlen, weil du bist ja von dem Typen nach Strich und Faden reingelegt worden. Absolut. Strich und Faden. Ja, ja? Ja. Das heißt, der hat dich ja von A bis Z belogen, man könnte auch sagen betrogen. Ja. Er hat deine politische Karriere in die Luft geschossen, weil im Gegensatz zum Stache hast du dir ja sonst eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass du dort aufgetreten und diesen Schwachsinn mitverbreitet hast. Jetzt spaziert er durch Wien, die Oligarchin, entnehmen wir diversen Zeitschriften und Zeitungsberichten, sitzt irgendwo in, keine Ahnung. In Riga, in Lettland. Riga. Das, was ich auch, das kann ich auch ausführen vielleicht, es wurde immer wieder von manchen Medienvertretern oder von Hobby-Investigatoren insinuiert, die Oligarchin sei selbst aus dem Balkan und somit wollte man auch eine Connex darstellen zu meiner Familie, ja. Zu mir und zu anderen, die unabsichtlich beteiligt waren an diesem ganzen Scheißprojekt, sag ich mal, also unabsichtlich missbraucht wurden. Das hat nicht gestimmt. Da hat auch geheißen, sie würde Russisch reden mit Balkan-Akzent und so weiter. Für mich war immer klar, und ich habe auch recht behalten, dass die Dame ein normales Russisch spricht. Und das bedeutet für mich, die ehemalige Sowjetunion geht zum Baltikum bis Vladivostok. Ja. Sie selbst hat, ihr Narrativ war ja, dass sie aus Moskau stammt, aber in Lettland wohnt, einen Pass hat. Ja. Somit stimmt das auch überein, weil man solchen, wie nennt man das, bei solchen Deckaktionen oftmals bei der Wahrheit ein bisschen bleibt, um nicht ganz lügen zu müssen oder sich selbst vielleicht zu verhaschen. Und dann hat ein Zeuge ausgesagt, das ist aus den vielen Ermittlungsakten, irgendwo auf Seite 100.000, keine Ahnung, der hat einen Chauffeur gespielt im Auftrag von Hessenthaler und mir Verkrei, wie er diese Dame lange vor dieser Aktion, die wir alle kennen, 2017, schon 2016 vom Wiener Flughafen abgeholt hat, wo sie aus Riga gelandet ist. Somit war für mich persönlich klar, also die Wahrscheinlichkeit war für mich sehr groß, dass sie wirklich aus Lettland stammt. Und sie wurde jetzt ja gefunden. Und sie wurde, genau, und sie wurde jetzt anscheinend... Sie lebt und sie lebt sehr gut in Riga. Sie, genau, in der Hauptstadt von Lettland, eine wunderschöne Stadt. Die Fotos hast du gesehen, das ist sie, oder? Ja, sie wurde nicht fotografiert, glaube ich, oder meines Wissens. Es gibt Bilder meines Wissens, ja. Okay, gut, das weiß ich nicht, nein. Ja. Ich kenne nur den Profilartikel vom Herrn Melicher. Ja. Und ich habe am Anfang das nicht ganz ernst genommen und hat das sehr akribisch begonnen aufzudröseln. Welche Hinweise er genau bekommen hat, weiß ich nicht. Er hat Hinweise bekommen, wo sie wohnt, wo sie wohnen soll. Und hat sich vor diesem Wohnkomplex, ein größerer, wahrscheinlich Art Gemeindebau, wochenlang hingestellt und nach dem Motto, na gut, wir kennen ja, wie die Dame ausschaut und was für ein Erscheinungsbild sie hat, schlanke Figur und die ganzen Merkmale. Und haben einfach gewartet. Und siehe da, irgendwann einmal, laut Artikel, kam so eine Dame, die dem Profil entspricht, daher.
gestöckelt. Und gut, das heißt doch nichts. Dann hat er diese Dame in ein Gespräch verwickelt und hat dann ihr gegen Ende des Gesprächs seine Visitkarte in die Hand gedrückt, wie es auch sich gehört für einen Journalisten dann im Endeffekt, und hat dann, wie sie die, reflexartig die Hand hinreicht, das berühmte Tattoo gesehen auf der linken Hand, das wir aus dem Video kennen, wo ja viele gerätselt haben, was das ist. Das. Somit, ich kenne nur diesen Artikel, wie, wenn ich das lese, scheint das sehr stimmig zu sein. Aber du musst ja Fuchsteufelswütend sein, bitte, Firmas. Die haben dein Leben zerstört und die rennen jetzt beide frisch, frei, fröhlich durch die Gegend. Der Herr Hessenthaler rennt durch Wien, ja, innere Stadt, die Oligarchin rennt durch Riga. Nur der arme, arme unter Anführungszeichen, weil mein Mitleid hält sich in Grenzen, aber gewisse Sympathien hat man als Journalist. Ja, der arme Gutenus musste von der Bildfläche verschwinden. Ja, ist ja irgendwie skurril. Ich laufe auch in Wien herum, aber ich könnte auch bald nach Riga fliegen, aber nicht, sicherlich nicht wegen ihr. Weil Riga ist eine schöne Stadt, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Kulturell sehr hochstehend und tolle Architektur. Ist, na, bist wild? Bist fuchsteufelswild? Oder ist das, nein, überhaupt mittlerweile nicht alles frisch? Man hat sich ja durchaus sag ich mal, ein Lebensgefühl zugelegt. Also es nicht ist alles wurscht. Mehr, alles richtig. Du hast abgeschlossen. Ja, absolut. Was ist vom Ibiza-Video geblieben? Viel Lärm um nichts. Much to do about nothing, würde ich sagen. Das jetzt ja vierjähriges Jubiläum absolut gehabt hat. Ja. Was ist geblieben? Geblieben ist für mich, es wird immer dargestellt, seitens auch dieser kulturellen Blase um Hessenthaler, die das Ganze noch immer als Notwehrakt, als Heldentat, sag ich mal, aller Stauffenberg vielleicht, blöder Vergleich jetzt, Verzeihung, aber ja, hochjubeln, ja, wird das gefeiert. In Wirklichkeit war es für mich schon auch, ich habe das in einem Interview vor einem Jahr gesagt, eine dreckige Art des Journalismus, weil sie ja schon im Buch, das dann die beiden Journalisten herausgegeben haben, die beiden von der Süddeutschen Zeitung, das im August erschienen ist, 3 Monate nach dem 17. Mai, schon klar war, dass da eigentlich nichts war. Ja? Trotzdem, die Konsequenzen waren Rücktritte, Regierungsauflösung und ein Riesenskandal. Ja? Dieses, Entschuldigung, 5 Minuten dieses ersten Videos. Zusammengeschnitten. Natürlich die größte Skandalisierung war und der Schnitt so war, dass das halt der größte mögliche Skandal war. Wenn du das heute siehst, Johann, rückblickend, hättet ihr nicht zurücktreten sollen? War das eine Überreaktion? Hättet ihr das durchziehen sollen? Wir haben überhaupt falsch reagiert, auch im Vorfeld des Video, der Videoerscheinung, weil wir schon wochenlang wussten, da kommt irgendwas und je näher, wir wussten nicht, wann es kommt, wir wussten aber 2 Tage vor der Videoerscheinung, wo die Journalistenanfragen kommen, dass das jetzt bald kommt. Ja? Ja. Das war am 15. Mai, kamen die Anfragen von der Süddeutschen, vom Spiegel. Ja. Ich kann mich erinnern, ich saß im Nationalratssitzungssaal, lauschte einer geistreichen Rede eines Oppositionspolitikers. Es gibt auch gute Reden im Nationalrat, wie wir wissen. Und plötzlich kommt eine WhatsApp-Nachricht rein. Und dann, na gut, habe ich mal geschaut. Ich habe gewusst, dass da irgendwas im Hintergrund ist, weil ich habe von Strache Ende April erfahren, da kann was kommen oder da ist was. Gut, diese SMS- oder WhatsApp-Nachrichten gingen an mich, der Strache und 2, 3 andere Personen, auch erwähnte Spender, glaube ich, die erwähnt wurden in diesem Video. Und dann hat das Ganze begonnen. Und wir sind... Und ihr habt falsch reagiert. Völlig falsch. Was war falsch? Naja, ihr hättet nicht zurücktreten sollen. Ja, wir hätten auch schon im Vorfeld, glaube ich, viel abfangen können, wenn wir, wir haben ja gewusst, da kommt was, Ibiza und Video. Das Problem ist halt nur, dieser Abend war einer von vielen. Ja, und war jetzt eigentlich nicht mehr so in Erinnerung, weil ich nahm das vollkommen als nebensächlich hin, dann im Ende, im Rückblick auch, ja, zu diesem Urlaub und zu diesem Jahr, weil in diesem Jahr viel geschehen ist. Ja, ich habe dort 2-mal geheiratet, dieselbe Frau, wie wir wissen, einmal in Baneluk, einmal in Wien. Und einmal eine politische Partei geheiratet, wie wir wissen. Absolut. Dann kam natürlich der völlige Aufwind der FPÖ, das uns also interessant und auch für manche gefährlich machte. Und so weiter. Die Wahl, die Koalition, der Basti Kurz hat den Mitterlehnern gemeuchelt, der Kehr hat den Plan A gehabt, das war alles zeitgleich. Ja. Gut, das war alles auf einmal und dann war der Ibiza-Urlaub. Somit zurückblickend, kurz danach war dieser Abend schon längst die Vergessenheit eigentlich. Und dann plötzlich musste man wieder rekapitulieren. Was war jetzt das falsch? Was habt ihr falsch gemacht? Na, wir hätten zum Beispiel vor Videoerscheinung schon rausgehen können medial mit kühlem Kopf und sagen, ja, da wurde uns anscheinend eine Falle gestellt und wie geht es damit raus? Eine Frechheit, wie kann das sein, dass Politiker, damals in Opposition, aber jetzt in Regierung, weil das Video ist erschienen vor der EU-Wahl,
dass man so zu solchen Methoden greift des politischen Diskurses. Wenn man damit schon proaktiv rausgegangen wäre, hätte man, ohne jetzt zu wissen, was in den Videos drin war, das konnte man sich nicht mehr erinnern, weil das war nicht mehr so klar, viel Wind aus den Segeln rausnehmen können. Ja? Mhm. Und das war falsch auch von mir, noch von Strache, aber auch also ein enges Umfeld, das informiert wurde. Ihr habt eine ganz falsche Strategie gehabt. Absolut, ja. Und im Nachhinein sagst du, unser Rücktritt war falsch. Also ich sage mal, wenn wir nicht zurückgetreten wären, hätte der Sebastian Kurz die Koalition auch sofort gesprengt, weil er, wir wissen, der Herr Kurz, das weißt du ja auch genau, dass der reagiert sehr auf medialen Druck. Ja. Und dann würden ja seine Landeskaiser wie die Mikl Leitner und Co. Sofort Druck machen, das stehen wir nicht durch und jetzt musst du die Reißleine ziehen. Das heißt, wenn wir nicht zurückgetreten wären, wäre die Koalition auch zerbrochen, es wäre zu Neuwahlen gekommen und ob die Partei uns dann gehalten hätte, weiß ich nicht. Ja, was ist denn aus deinem Leben geworden? Du wirkst fröhlich, gut gelaunt etc. Hat Ibiza dein Leben zerstört? Nein, oder nicht? Nein, sonst säße ich nicht hier und würde meine Tätigkeiten ja. Und meinen familiären schönen Seiten des Lebens weiter nachgehen. Es hat eine große Zäsur gebracht, eine schlagartige, ja, auch eine, sage ich mal, im Sinne von, man wurde auf den Boden Realität zurückgeholt, ziemlich schnell. Ja. Und ich habe auch dann rückblickend gemerkt, ganz offen, ich war 25 Jahre in der Politik, ja. Ich hatte schon irgendwie sowas wie einen, wie nennt man das, ein Burnout, ja, oder einen Lagerkoller, wie auch immer. Natürlich beendet man solche Sachen freiwillig lieber sanft und jetzt war es eine unsanfte Beendigung. Aber du hast alles verloren, weil du warst Politiker von A bis Z, mhm. Das war deine gesamte Lebenserfahrung, das war dein Job, das war alles das war weg. Ja? Ja, ja, klar. Und hast du seither wieder alles aufbauen können oder wie muss man sagen? Die Politik nicht, aber ich habe natürlich dann geschaut, wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen. Da muss man schauen, dass man die Stärken stärkt, die Schwächen schwächt, wo sind meine Kontakte. Und natürlich habe ich seit dem Sommer 19 geschaut, dass ich mich rückbesinne, gut, wo habe ich gute Kontakte, in welche Branchen geht das hinein, wo kenne ich mich auch vielleicht ein bisschen aus. Ich habe die diplomatische und was Ausbildung. Bist du jetzt? Bist du Unternehmer oder Berater? Ich bin Unternehmer, ich berate. Und was machst du? Ja, zum Beispiel, wenn Firmen Fuß fassen wollen, ein Beispiel, ja, das ist jetzt weggefallen mit dem Einmarsch vor eineinhalb Jahren in Russland. Ich habe zwei österreichische Konzerne beraten beim Markteintritt in Russland. Ja. Das ist aber über Nacht weg gewesen, wie wir wissen. Das heißt, der also böse Russland-Freund Godelus leidet auch darunter. Nicht wahr? Aber leicht hast du es nicht, aber du kannst mittlerweile wieder gut leben. Ja, natürlich. Ja. Und Gott sei Dank mit Unterstützung, mentaler Unterstützung meiner Frau, meiner Kinder, meiner Mutter, meiner Brüder, aber es geht meiner Familie. Natürlich, also ja. Sozialfall bist du keiner. Ich bin kein Sozialfall. Dein Partner im Crime, wenn man das so sagen, Brother in Crime, HC Strache, ist ja ein Sozialfall geworden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Ist er? Naja. Naja, der klagt ja mittlerweile sogar die Zeitungen, um das Geld zum Überleben zu bekommen. Das ist doch kein Sozialfall. Seine Anwälte zahlen, ja. Ja, natürlich ist das ein Sozialfall, ja, wenn man seine Anwälte nicht mehr zahlen kann. Und das ist teuer, gebe ich zu. Und seine Anwälte zahlen zu können. Dann hat das schon was von einem Sozialfall oder zumindest von einem tragischen Fall. Naja, man muss aber eins bedenken, so. Dass schon, wenn man erst einmal Straches Verfahren wurden bis jetzt viele eingestellt und zwei, die angeklagt wurden, wurden freigesprochen. Jetzt gibt es dann irgendeine Wiederaufnahme oder wie auch immer Rekurs. Aber der war beschäftigt mit vielen Verfahren, bis zu Gericht zu fahren. Das kostet Unmengen von Geld. Ich habe, sagen wir davon, wenn man es jetzt gewichtet, ungefähr die Hälfte an Verfahren und Kosten gehabt. Nein, ich habe auch meine 10 Verfahren Viertel, gehabt. Wenn nein, aber auch 10 Ermittlungsverfahren gehabt. Mhm, ja. Von manchen wusste ich gar nichts. Ich habe dann die Einstellung gekriegt und vorher nicht wusste, okay, was ja. Ja, also lustige Sachen. Casino bin ich voll in dem Verfahren drin, wobei ich weiß, da kann nichts rauskommen. Dann gibt es alle Vereinsgeschichten und so weiter. Spesen ist nichts. Gut, wie auch immer, es beschäftigt einen, es kostet Geld. Gute Anwälte kosten Geld. Und ich habe auch einen guten Anwalt genommen, bin ich froh darüber. Und das kostet halt. Und beim Strache natürlich, ich weiß, dass es mir kostet, das geht schon in einen sehr hohen Betrag mittlerweile. Und Strache ist dann mal 2 oder 3, nicht wahr? Oder 4, wer weiß. Ja. Tut der Strache leid heute?
Oder sagst du, der hat sein gerechtes Schicksal erlitten? Nein, das nicht. Nein, das ist leid, das klingt vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, er tut mir leid, das klingt das so von oben herab. Nein, also es tut mir leid, diese Situation an sich, weil er ein guter Obmann war, ein guter Vizekanzler war und ein guter Politiker war, das muss man wirklich sagen. Und es waren meuchelhafte Methoden, mit denen er und die Partei und ich und wir alle weggesprengt wurden. Das ist ein gezieltes Attentat gewesen. Wir wissen ja, die Aktion, die ganze Ibiza-Aktion, hieß ja seitens Hessenthaler, Wirfergrei und Co. Roter Platz. Interessant. Es ging schon auch um unsere Russlandpolitik. Sicher. Ja? Gut. Ja. Du. Und also, der Stache tut dir leid. Nein, es tut mir insgesamt... Er tut dir leid, weil er nicht mehr Parteiobmann etc. Nein, also es tut mir leid, dass das Ganze so gekommen ist und es tut mir leid, dass er nicht mehr, dass er so abrupt beendet wurde, weil er ein guter Obmann war. Ja? Also das muss ich echt sagen. Du hast ihn ja da reingeritten, muss man sagen. Reingeritten ist, das ist das falsche Wort. Unfreiwillig. Natürlich unfreiwillig, ja. Er war eine Zeit lang bitterböse auf dich und hat ja da die wildesten Verschwörungen. Aber wir haben uns ja in deiner Sendung wieder... Aber ihr habt euch wieder versöhnt und das ist jetzt kein bödes Blut. Nein, wir treffen uns immer wieder. Wir haben auch im ersten Bezirk da und waren dieselben Lokale, wo man sich sieht. Also ausgemacht ein oder freundschaftliches Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich verstehe ihn auch. Eine Chance haben, zurückzukommen. Ich verstehe ja auch seine Ambitionen, dass er sich immer zurückkämpfen wollte, weil er das. Das ist einfach eher. Er ist ja schon wieder mit seinem Mustang unterwegs in der Steiermark etc., um Stimmen zu sammeln. Ja. Wird er wieder zurückkommen können? Also bei der FPÖ sehe ich da wenig Chancen, ehrlich gesagt, aus der jetzigen Sicht. Ja. Das kann sich ändern, aber du hast ja schon vor der letzten Wien-Wahl gesagt, er hat keine Chance, sagtest du damals hier in diesem. Na gut, das wäre ja. Das ist auch, ja. Das, dazu stehe ich auch mit dem Projekt Team Strache und vorher da. Ja, das gibt es ja nach wie vor. Hätte er mit dem Projekt eine Chance bei einer Nationalratswahl? Nein, dann müsste er entweder also er hat keine Chance mehr. Auch wenn was ganz Neues käme, vielleicht, also es hängt ja immer auch um Geld, muss man sagen, das wissen wir alle, ja, weil das kostet auch Geld, sowas. Also dann gibst du ihm für ein politisches Comeback keine Chance mehr? Nein, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, es braucht seine Zeit. Ja, das braucht seine Zeit. Aber natürlich kommt jetzt auch diese Spesensache, wo man nicht weiß, wie es ausgeht, und das ist auch nicht ein Damoklesschwert nach dem anderen. So. Aber wie gesagt, also in jetzt. Der FPÖ sehe ich bei ihm zurzeit keine Möglichkeit, als Realist. Ja. Wenn man in die FPÖ hineinhört, ist der Stache dort persona non grata. Du bist ja eigentlich schon wieder sowas wie ein Good Buddy, die sagen alle, ja, der Guteno, so, ja, okay und so weiter, schaut, dass er nicht mehr da ist und so weiter. Fehlt irgendwie? Hättest du Lust, wieder in die Politik und in die FPÖ zurückzukehren? Ich bin jetzt 4 Jahre weg. Ich gebe zu, ich habe keine Entzugserscheinungen. Was mir ein bisschen fehlt, ist so dieses Rundherum. Ja, gesellschaftliche, diverse Aktionen, die man macht. Auch diese Auslandskontakte, weil das habe ich ja viel betrieben. Aufgrund meiner Ausbildung auf der Diplomatischen Akademie war das sehr interessant, Kontakte aufzubauen. Wird mir immer wieder vorgeworfen, aber es war interessant, sein Blickfeld zu erweitern. Und ich glaube, das war auch ganz gut für die Partei. Und für also das fehlt dir? Das fehlt mir. Und das hast du Lust, wieder zurückzukommen? Irgendwie jetzt nicht. So gelegentlich ich schließe im nicht Sommer, aus. Wenn du am Strand liegst? Du meinst, wenn man im Sommer noch fehlt ins Private? Ja, nein, wenn man so am Strand liegt und nachdenkt, wie gehen jetzt meine nächsten Jahre weiter, wenn einer kommen würde und sagen würde, Johann, komm wieder zurück, würdest du kommen? Also ich glaube, es muss ein bisschen Zeit vergehen. Ja? Also ich glaube, ich habe instinktiv damals das Richtige gemacht. Das sagen mir auch viele Leute. Das war jetzt du hast dich komplett vertschüsst. Das war kein Masterplan von mir, so jetzt mache ich das, damit ich dann... Sondern ich bin einfach abgetaucht, relativ. Die erste Sendung war ja bei dir, nicht so ein halbes Jahr später, im November 19 oder Dezember 19. Ja. Übrigens die beste Zuschauerquote damals, die du hattest. Ja. Und das war ganz gut, glaube ich, interessant. Und einfach instinktiv zurückgezogen. Ja? Und jetzt kommen viele Leute zu mir und sagen, du hast es richtig gemacht. Sagen wir, ja, es war jetzt es wurden aber Leute zu dir, die sagen, willst nicht wieder was machen? Gibt es auch, aber jetzt, wie gesagt, ich lasse mir da noch Zeit. Ja? Also ich dränge mich da nicht rein. Nein. Du bist ja ein braver Parteisoldat geblieben. Obwohl ich als Nichtmitglied weiterhin Partei bin. Genau, du bist ja aus der Partei ausgetreten, etc. etc. Aber du bist trotzdem zu dieser Partei extrem loyal geblieben. Mhm. Im Gegensatz zum Stache hast du mit denen nicht gestritten und so, sondern hast eigentlich immer nur die besten Worte gefunden. Wie siehst du denn die FPÖ heute? Siehst du dich bestätigt? Weil du hast ja immer gesagt, die werden wieder kommen, die werden wieder genauso stark werden, wie sie waren vor dem Jahr 2017. Und du hast immer gesagt, der Herbert Kickl ist der Richtige.
Ist das so? Er macht es ja auch offensichtlich sehr gut, nicht wahr? Also ich bin jetzt kein Umfragenfanatiker. Wir wissen, die Wahlergebnisse zählen und da gibt es jetzt noch viel zu tun. Weil bis jetzt gelten ja noch die Ergebnisse unmittelbar nach Ibiza und die waren ja desaströs, logischerweise. Aber in Wien in 2 Jahren wird sich da viel tun. Man kann jetzt sagen, okay, es kann noch besser werden, weil diese 7%, logisch. Aber es wird wirklich verdammt gut werden und ich glaube auch die Spitze Wien macht das sehr gut. Das sind ja wirklich gute, engagierte junge Leute. Du bist ein Fan vom Dominik Knepp, ja, der ein bisschen aus deinem Stall auch kommt. Ne? Ja, ne, wir haben es immer ganz gut auch gemeinsam gemacht und er macht das sehr gut, sein Auftreten. Und du bist auch ein Fan vom Herbert Kickl? Herbert Kickl kenne ich nicht so gut privat wie... Also der Frage weichst du aus, bist du ein Fan von mir? Ich bin Fan, ich bin dieses Fan-Dasein, ich bin weder Austria noch Rapid-Fan, sondern ich bin Fan von gutem Fußball. Das ist, ja. Also ich bin Fan von guter Politik. Genau, ja? Richtig. Und die FPÖ macht gute Politik, absolut, richtig. Und der Kickl macht das Obmann sehr gut. Ja. Ja, überhaupt keine Frage. Also du glaubst, dass der Kickl ein guter Obmann ist für die FPÖ? Macht er gut, auf jeden Fall. Also er hat den Laden im Griff, ja. Und ist auch sehr, der Kickl ist es so zu sehen. Ja. Er macht das nicht, was Strache und ich vielleicht zu viel gemacht haben. Wir haben uns zu viel auch ein bisschen dann in die Öffentlichkeit und die Vermischung von Privat und Politik und dergleichen. Das ist ja auch eine gewisse Achillesferse. Nicht, ja? Ja. Das macht der Kickl überhaupt nicht. Der trennt das total, hat sein Privatleben. Ja. Das vermischt er auch nicht. Er macht da viel Sport. Ist es nicht so einer, wie ich vielleicht war, der viel unterwegs war, auch am Abend. Der macht das halt anders. Und somit bietet er weniger Angriffsfläche, klarerweise. Du, apropos. Tut der Strache privat eigentlich leid mit dieser Scheidung und mit dem, dass da jetzt alles bei dem kaputt gegangen ist? Da ist alles zusammengekommen, aber ich muss sagen, ich bewundere ihn insofern, dass er einfach eine unglaubliche Rossnatur hat oder ist. Ja. Jetzt hat er mal auch abgenommen, also er hat eine Disziplin auch, wenn es sein muss. Und was der erlebt hat, kann man jetzt sagen, egal ob es gerechtfertigt war oder nicht, aber er hat es erlebt, nicht wahr? Und das ist viel auf einmal in den letzten 4 Jahren zusammengekommen, bis zur Scheidung und Trennung und alles Mögliche. Und wie der das durchsteht... Du meinst, jeder andere wäre in der Psychiatrie, aber der steht das... So ist, und das ist jetzt vollkommen abstrakt und objektiv. Ob man es mag oder nicht, was der durchstehen musste, ist schon einiges. Und wie siehst du diese Scheidung? Kann ich schwer beurteilen. Ja. Naja, also du kannst es sehr wohl beurteilen. Nein, überhaupt nicht. Relativ nahe gestanden bist und das ja auch aus der Nähe beobachtet. Aber die letzten Jahre konnte ich schwer beobachten, weil da gab es ja wenig Kontakt. Die vorigen Jahre konnte ich so beobachten. Ja, die vorigen Jahre davor, vor 19, war ja die Trifft Hochzeit. Trifft ihn das schwer, glaubst du? Trifft ihn das schwer? Oder? Ich glaube jetzt, was ich so mitbekommen habe, er war immer ein Beziehungsmensch und hat sie auch immer geliebt, ja. Aber er steckt das jetzt mal ganz gut weg. Und es geht ja vor allem ums Kind auch. Das ist wichtig, dass das Kind sieht. Das hat er bei der ersten Ehe auch die Kinder immer gut betreut. Wollen wir zur Politik wechseln? Hat die FPÖ, weil dein letzter politischer Auftritt war ja der Versuch, mit dem Strache den Kanzler zu stellen und Erster zu werden in dieser Republik. Ja? Das war die Wahl 2016, glaube ich. Nicht? 2017. Ja. 2017. Genau, 2018. Oktober 2017. Regierungsbildung. Ja. Genau, Oktober 2017. Mhm. Ja. Ist damals gescheitert. Weil man gesagt hat, im Endeffekt haben die Österreicher immer, wenn es darum ging, die FPÖ zur Ersten zu machen, volle Hosen bekommen und letztendlich dann ÖVP oder SPÖ. Deswegen bin ich ein Umfangsskeptiker, auch jetzt. Aber es wird sich trotzdem hinaufbewegen. Ja. Glaubst du, kann die FPÖ unter Herbert Kickl, ausgerechnet unter Herbert Kickl, also dem radikalsten, den sie bisher hatte und vielleicht auch dem am wenigsten weichgespülten und populären, kann die FPÖ mit jemand so relativ unpopulären wie dem Herbert Kickl tatsächlich Erster und Kanzlerpartei werden? Was mich schon etwas wundert in den letzten Monaten, dass der Herbert Kickl, der zwar ein guter Obmann ist und ja, aber jetzt nicht im Vergleich zu Strache, der joviale Bierzelt, Tänzer, sage ich mal, ja. Trotzdem in den Persönlichkeitswerten, und wenn es um Bundeskanzler geht, auch da auf Nummer 1 liegt. Ja. Und das bedeutet einerseits, dass man jetzt nicht ein Strache oder Heider sein muss, sondern es zählt auch harte Arbeit und tolle Rhetorik vom Herbert Kickl ist ja so unbestritten und fachliche Kompetenz. Dass er eben auch jetzt weit vor Nehammer und Co. schon monatelang ist. Wie erklärst du dir das, Johann? Weil du und der Strache, als ihr zwei die Partei geführt habt
Und es hätte euch damals einer gesagt, der nächste Kanzler ist Herbert Kickl, ihr hättet so einen Lachkrampf bekommen. Nein, das muss nicht sein. Ich muss dazu sagen, gefühlt haben die Partei schon mehr Strache Kickl als Strache Gaudenus. Ich war ein treuer Mitstreiter, da ein bisschen im Hintergrund und in Wien halt. Wenn man dir gesagt hätte und dem Strache, der Kickl ist der nächste Kanzler, ich glaube, du hättest dich nicht eingekriegt. Hätte man so nicht am Radar gehabt, gedanklich, ja, wenn man so weit nicht gedacht hat, vor allem nicht wusste, was da passieren konnte, nicht so passiert ist. Aber es funktioniert einmal, so wie er die Rolle ausfüllt, ganz gut. Die ÖVP macht ja wieder ihr altes Spiel, dass sie sagt, okay, sie schießt ihn als Person an, aber die Partei, okay, das kann man lassen. Das muss sie auch tun, weil sonst drehen sie aus in die eine oder andere Richtung. Mhm. Also die ÖVP sagt, sie wäre koalitionsbereit ohne Kickl. Die SPÖ schließt alles aus, gut, wissen wir. Und es ist die Frage, in Österreich kommt es zu dem Lagerwahlkampf, die Ampelparteien oder eben die Mitte-Rechtsparteien. Das wird spannend werden. Und ob eben die FPÖ wirklich Nummer 1 wird. Als Umfragenskeptiker wird man sehen. Kann der Kickl Kanzler? Ich denke schon. Ja. Der kann das, glaubst du? Sicher. Ich glaube, besser als der Nehammer macht das bei allen Wahlen, oder? Gut. Also du bist der Meinung, der Kickl kann Kanzler? Bei aller Wertschätzung für den Herrn Nehammer, den mag ich ja nicht ungern. Aber und glaubst du, kann der Kickl auch Kanzler werden? Wird ihn die ÖVP zum Kanzler machen? Wird ihn Van der Bellen zum Kanzler? Das sind natürlich zwei, nicht nur große Unbekannte, sondern große Steine im Weg, die liegen. Ja. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, der Wähler entscheidet einmal sehr viel, das gewichtige Wort des Wählers. Und ich kann mich erinnern, wie Van der Bellen wurde auch gewählt in diesem Lagerwahlkampf, weil er gesagt hat, FPÖ verhindern. Das war also ausschlaggebend für diese Polarisierung. Das war eine große Wahlmotivation. Die ÖVP hat er dann auch gewählt, großteils. Gut, aber der Van der Bellen hat sich dann durch diese schlechte Situation für ihn bei der Wahl 17, wo die FPÖ raufgeschossen ist und die ÖVP noch mehr raufgeschossen ist und eine klare Mehrheit für uns da war, hat sich somit rausgestohlen aus der Situation, in der er gesagt hat, obwohl er gar nicht gefragt wurde, naja, er wird Wilimski und Gaudenus nicht angeloben, dabei wurde er gar nicht gefragt und wir standen nicht mal zur Diskussion, die wurden nicht mal vorgeschlagen. Wir hatten es auch nicht vor, also ich hatte es nicht vor, die Partei hat es nicht vor. Das war halt immer ein cleveres Kerl. Und somit hat er sagen können, seine Wählerschaft, die beiden Raubeine verhindere ich. Glaubst du eigentlich, 4 Jahre nach Ibiza, dass Schwarz-Blau wiederkommt nach der nächsten Wahl? Ich halte es nicht für unmöglich, wobei ich sage aus FPÖ-Sicht, es wäre wünschenswert, wenn die SPÖ mal ein bisschen aufmacht. Ja, das ist jetzt mal unter dem Babler nicht so. Würde es dir eine FPÖ-SPÖ-Koalition wünschen? Es wäre mal erfrischend fürs Land, ganz offen, wenn einmal die ÖVP, sage ich beinhart von den Futtertrögen der Macht, mindestens eine Periode mal in den Schmollwinkel gestellt wird. Das wäre auch für die ÖVP nicht schlecht, weil Macht korrumpiert und das sieht man bei der ÖVP jeden Tag in Wien und im Bund und im Regierungssitz in Wien. Und das würde, glaube ich, dem Land und der Partei selbst, und ich bin jetzt der Letzte, der für die ÖVP denkt, aber es wäre gut für die ÖVP, sich selbst wieder mal neu zu finden. Eigentlich rot-blau. Es wäre eine Option, ja. Also es muss gut fürs Land sein, aber es wäre allein einmal, schau, wie war das 2017? 2017, kann ich mich erinnern, war ja eigentlich bis zum Silberstein-Vorfall, der dann im August, kurz nach Ibiza übrigens, in Israel festgenommen wurde und der SPÖ klar zuzurechnen war durch seine Beratungstätigkeit, waren schon die Zeichen in der FPÖ, trotz Kern, also auf SPÖ, auch an der Spitze. Also ihr hättet lieber mit der SPÖ koaliert. Das war so, hat sich dann schlagartig geändert. Und die Argumentation war das Gleiche, weil wir ein Trauma hatten von der ÖVP aus dem Jahre 2002 und so weiter. Ja? Und die ÖVP, die zwar 30 Jahre schon mitregiert hat, aber auch aus Vize, aber immer einen Futtertrögen der Macht somit war. Also ihr habt ein ÖVP-Trauma gehabt und du nimmst an, das existiert zu einem gewissen Grad in der FPÖ und beim Kickl noch immer. Schlussfrage. Ja. Wir werden einen Wahlkampf kriegen, der sehr stark vom Wort normal geprägt ist. Ja? Ja. Das könnte ja fast aus deiner Wahlkampfstrategie stammen, weil du ja auch die FPÖ immer eigentlich als Partei der Normalen sehen wolltest, oder? Das haben wir auch vor ein paar Jahren so größer kampanisiert. Und ich finde es so lustig, dass der Herr Nehammer jetzt die AfD-Kampagne übernimmt. Nicht wahr? Ganz normal. Ganz normal, Deutschland. Ja. Und das Wort normal, das ist jetzt ein großer Zankapfel im Sommerloch, das sehr tief zu sein scheint, lenkt aber ab von den völlig abnormalen Verfehlungen der ÖVP und der Grünen in der Regierung. Die Teuerungen, die Menschen werden in die Verarmung geschickt. Jetzt diese Sky-Shield-Sache
die ja, also im Prinzip gut ist es, darüber nachzudenken, Österreich zu schützen. Aber Sky Shield, wenn man die Neutralität noch ernst nimmt, ist schon auch eine Einschränkung der Neutralität. Das muss man einfach sagen. Und da sind viele Sachen, die jetzt laufen, die Teuerungen, die Sanktionspolitik, die Zuwanderungspolitik. Also das du sagst, wir haben falsch. Derzeit größere Probleme als die sogenannte so Normalitätsprobleme. Das Bildungsproblem. Aber ich kann mich erinnern an den Basti Fantasti, nicht wahr, der gesagt hat, während Corona, wo schon die Leute eingestimmt waren auf Lockdown und Masken und das ganze Regelwerk und dergleichen. Ich kann mich genau erinnern. Er hat einmal gesagt, in einer seiner völlig gestylten Ansprachen mit schrägen Kopf, damit man die Ohrschläge nicht so sieht, hat er gesagt, wir sind jetzt in einer neuen Normalität. Ich kann mich ganz genau erinnern. Und da hat er dann zurückrudern müssen, weil er gab es zu Recht einen Shitstorm, weil er aufgrund seiner World Economic Forum und Soros-Kontakte natürlich eine neue Normalität propagiert hat, die auf ein Regelwerk hinläuft und die Menschen mehr einschränkt. Das hat er vorgehabt. Dieses Wort hat er dann nie wieder erwähnt, weil er so einen Deckel bekommen hat. Du glaubst aber, diese neue Normalität wurde von Nehammer und Ed Stadler unterstützt. Ne? Und du glaubst aber, dass das ein Wahlkampf um die großen Probleme wird. Teuerung, Bildung, Soziales, absolut. Gesundheit. Pflege, du glaubst, ganz wichtig. Die Normalität wird nur ein Randthema sein. Gendern. Genau. Was ist daran normal, wenn man jetzt plötzlich 83 Geschlechter hat? Ja? Was ist daran normal, wenn man gendern muss, wenn die deutsche Sprache wieder die Rechtschreibordnung verhunzt und deformiert wird? Was ist daran normal, wenn manche Künstler den Deichtmeister noch immer cool finden? Ja? Der jetzt eh seinen Prozess hat, aber auch in Innenstadtlokalen herumhängt. Nicht wahr? Ich hoffe nicht mit den Hessentaler gemeinsam, weiß ich nicht. Aber das ist ja... Was ist daran normal? Das ist ja völlig abnormal. Und solche Sachen werden aber als normal dargestellt. Ja? Mhm. Aber trotzdem, diese Normalitätsdebatte an sich versucht, die wahren Probleme wie Teuerungen, sozialer Verfall, Bildungsmisere und dergleichen und die Zuwanderungssachen, die Kriminalität unter den Teppich zu kehren. Und dein Tipp für 2024, wer wird Erster, wie wird die Koalition heißen? Also Erster wird, wenn es einmal... sofort gerechnet werden kann, die FPÖ werden. Aber man weiß in der Politik nie, was kommt, muss man auch sagen. Und ich sage dazu, die Umfragen schauen gut aus, aber es ist doch immer so, dass das System von Rot und Schwarz mit diversen Medienkontakten immer wieder ein Skandelchen aus der Schublade nehmen und aufbauschen, so wie damals Liederbuch Landbauer, völliger Blödsinn gewesen in Wirklichkeit, ja, Unsinn, und dann wieder als Causa Prima aufbauschen und dann werden natürlich die Umfragewerte sich etwas relativieren. Trotzdem werden wir Nummer 1 werden. Aber es wird schwierig werden. Nummer 1, aber schwierig. Ist es wird schwierig werden und dann natürlich nachher... Wenn und die nächste ÖVP... Regierung? Naja, also es wäre mal interessant, über andere Konstellationen nachzudenken, aber da die SPÖ nicht über ihren eigenen Schatten springen kann, will, und der Herr Babler sowieso in meinen Augen kein ministrabler Mensch ist, ja, muss ich ehrlich sagen, schauen die Realitäten anders aus. Also wird Schwarz-Blau geben? Ist eine Option. Du glaubst tatsächlich mit einem Kanzler-Kickl? Also ich denke, der Wähler wird das Wort haben und wenn das Wahlergebnis so eindeutig ist, wird weder die ÖVP noch der Herr Bundeswauwau darum kommen. Und welches Ministerium übernimmt dann der Gutenus? Das Ministerium fürs Zuschauen, erste Reihe mit Popcorn. Innenministerium wäre vielleicht frei, wenn der Kickl... Naja, dann wird der Fahner Bellin wieder seine Karte ziehen, den Kickl wieder zwar angelogen, aber mich nicht, dann hat er wieder seine... Also wir kennen das Spiel. So, also, das war Johann Gutenus, 4 Jahre nach Ibiza, frisch, frei, fröhlich bei Fellner Live. Mit dem HC Strache oder Mitleid. Ich wünsche ihm das Beste. Ja. Wünsche ihm das Beste, aber Mitleid. Mit dem Herbert Kickl hat er viel Sympathie und ist der Meinung, der wird nächster Kanzler. Und ob er in die Politik zurückkommt, ein bisschen wird es noch dauern, wenn ich es richtig verstanden habe. Schauen wir mal. Allzu lang. Kurze Werbepause und wie kann man den Johann Gutenus toppen? Natürlich mit dem Duell Gross gegen Bornmina heute und da geht es um alle diese Themen. Da geht es zunächst einmal natürlich ums Klima, wegen der Rodosbrände. Dann geht es um die Frage normal oder nicht normal, was ist normal? Vor allem wie normal ist die ganz normale AfD? Und dann als Höhepunkt so gegen Mitternacht zu... gibt es das Regierungszeugnis von Gross und Bornmina angesichts des heutigen letzten Ministerrats. So, kurze Werbepause und dann sind Sie da. Gerald Gross und Sebastian Bornmina.